What up, Leute? Wir sind jetzt hier im Street Gym von Rabat Rishon Sla. Das ist hier die Brücke, seht ihr im Hintergrund. Hier sind wir auf Training. Ich bin mit meinem Bruder Mustafa und Othman, Brüder von Füß. Wir boxen hier, machen uns erstmal ein bisschen warm. Stretchen, dehnen. Akbar. Und dann machen wir ein bisschen Kratzen. Ein bisschen Sonntagstraining. Während die meisten anderen auf der Couch faulenzen, nichts tun. Akbar. Ton mauvais nez, on a mis à cocaïne. Fume, je me tue, je perds des calories. Il fait ton écliptique, j'ai mes Polaris. Je vends des pantins, que des figurines. Deuxième héritier chez les gars, j'ai une carabine. J'avais pas encore fini ma part de caramel. Je vois des trucs qu'on m'appelle Caracal. J'entends pas mon but, moi j'ai pas de canne à pêche. Ça fait boum, j'ai la femme tout près de la mèche. Une gauche gang, le temps, faut pas que tu nous fâches. Coup de gueule, coup de feu, papier, on le tâche. Et pourquoi quand je sors, j'ai un pied de biche. Hey, ho, c'est toi qui nous guette, petit grand. On t'a fait ta fête, t'as payé ta dette, la grâce à paye. Vénère comme un titan, j'ai la race des bêtes, putain. Ok, Leute, wir sind jetzt aufgewärmt. Mustafa, Othman und ich, wir machen jetzt unsere Dreierkombination, weil natürlich einer fehlt, um eine Viererkombination zu machen. Das heißt, einer macht Schattenboxen, die anderen beiden machen Pratzen, Kombination, unsere Kombination, die wir immer machen, ja, Brot und Butter. Wie man sagt, wir machen die Basics so hart, weil die Basics sind alles, nicht irgendwelche sinnlosen Variationen, um cool auszusehen. Wir machen die Sachen, wo wir mit einem Jab die Leute ins Nirvana schicken können, und dann wechseln wir ein paar Runden. Ich denke, wir machen so, ja, 15 Runden oder so, mal sehen. Aber wir machen jetzt erst noch nicht Abdul Wahid sein Ding hier raus, Bruder. Was auch immer es ist, Bruder, wehe, du hast mir irgendwas eingebrockt jetzt. Noch ein bisschen Pratzen jetzt, spielerisch. Wir sind Athleten. Viele denken immer, Boxen ist immer, man muss sich schlagen und so klatschen. Wir machen technische Sparings, wir machen viel Pratzen, wir machen viel, jetzt auch viel Augenmerk auf Ausdauer in der Schulter und sowas, okay? Guckt ja mal zu, Leute. J'ai la capuche, le flingue, le fridimus. Sans ma haine, je ne serai qu'un bâtard. Sous ma semelle, que des limaces. Et tu sais qu'on les bouffe, nous les lascars. Et tu sais qu'on est fous, qu'on est furieux. Et tu sais que nous, on vénère que Dieu. Et tu sais qu'on est faible, qu'on est misérable. Et tu sais qu'on est moche, qu'on est vicieux. Et tu sais qu'on enlève l'un des vipères. Et tu sais qu'on boit l'eau des rivières. Et tu sais, nous, on connaît pas la civière. Et tu sais, ta peur était du père. Team Bloody, the new fresh drink inside. Just taste the new energy. Sag, komm. Du komm kurz abgefuckt, die paar Runden um Mitternacht, yeah. Ah, ah, ah. Gaza Ghetto, komm ganz abgefuckt, die paar Runden um Mitternacht, 1, 2, 3, Juantas. Für die Fami, für die Echos, Gaza Negra, Primigeros, Pampa Pampa, wenn ich Zielschub, Gaza Negra, schieß tuff tuff. Bin im Ghetto hier dann unterwegs, für die Companieros, schieß tuff. Ballamis, für die Familie, ich renn in den Habis. Büt, Nacht, laufe rein und das maskiert. Nimm den Juwelier aus wie ein Bandit. Rein, raus, rein, raus, rein, raus wie ein Vampir. Rein, raus, rein, raus. Alla Karte in der Haut, das wird Junks, Kokain, Kasawit, rückt ab wie ein Mafia-Party. Frischer Skypes mit der Nacht, nur auf Adrenalin. Inshallah mit den Jungs und wir laufen durch. Vorherigen Vlog, nur damit ihr Bescheid wisst,
vom vorherigen Vlog. Da ist Fideya, da oben waren wir drin, falls ihr euch erinnert. Hier seht ihr oben nochmal den Vlog eingeblendet. 50 Kilometer, Nagelneu, Treta, Puffer, Shish und Pepper, Grand Turismo, Baby, Casa, mach die Meter. Evo Puta, am Nacken, der Shetan, umwimmelt von Theta, meine Brüder, der mich Casa nennt. Im Ghetto hier dann unterwegs, für die Companeros, Schieß, Tüff, Tüff, Ballamis. Für die Fami geh ich rein in den Habis, Püt, Mert, laufe rein und das maskiert. Nimm den Juwelier aus wie ein Bandit, rein, raus, rein, raus, rein, raus wie ein Vampir. Rein raus, rein raus, rein raus, wer Vampir? A la carte in der Hood, das wird Junks, Kokain. Kasarui trägt ab wie ein Mafia-Patin. Frisch aus Hypes mit der Nachts, nur auf Adrenalin. Inshallah mit den Jungs und wir laufen durch sie. A la carte in der Hood, das wird Junks, Kokain. Kasarui trägt ab wie ein Mafia-Patin. Frisch aus Hypes mit der Nachts, nur auf Adrenalin. Inshallah mit den Jungs und wir laufen durch sie. So. Wir haben kurz unsere Salzdusche genossen. Jetzt gehen wir hinter Kummer, Bruder, die ganze Straße entlang hier. Hier geht quasi diese ganze Mauer entlang. Das ist Sla, da geht's in Sla rein, das ist die Musa. Da gehen wir jetzt erstmal schön Fisch essen, Bruder. Gut. Mein Bruder, lass es sein, der Teufel hält dich an Ketten, die Dunja sich. Wir sitzen jetzt hier, warten auf die Fischplatte. Adas, Linsen, Salo, Ken Kochi, Arli, Arli. Hawaii, Leute, ihr wisst Bescheid. Marokko, Hawaii muss dabei sein, Bruder. Ja. Ich hoffe, du isst die alle, gell? Voilà. Muscheln. So Muscheln, Fisch, guck mal, weißt du, wo die Muscheln herkommt? Genau von da, guck mal hier. Wenn reicht doch der Benzer und dein Eis, helfen dir leider nicht weiter, wenn der Engel dich erreicht. In deinem Interview machst du einen auf King. Redest von Business, ja, du machst dein Ding. Mister, ich bin wer, den keiner hier bezwingt. Doch wenn du vor deinem Schöpfer stehst, sag mir, was wird das bringen? All das Geld, das du verdienst, diese Welt, die du so liebst, geht gemeinsam mit dir unter wie dein Kopf in Kokain. Ich hoffe, dass du begreifst. Was willst du sagen, Bruder? Bruder, hier. Ach, die Fischplatte, Bruder. Genau wie in Deutschland, Bruder. Guck mal, alles genau wie in Deutschland, Bruder. Fischkopf, die kostet mittlerweile, so umgerechnet sind es hier 3,80 Euro ungefähr. Dachte ich. Okay Leute, das war's für heute. Hier nochmal im Hintergrund seht ihr das Snack Maashi. Das ist hier in der ganzen Straße von Sidi Moussa. Ist es eigentlich so der bekannteste Snack, deswegen auch immer Overload. Wir haben auch da ein bisschen Diskussion heute wieder mal gehabt. Gell, Abdul-Wahid? Auf jeden Fall. Wir haben schön Fisch gegessen nach unserem Training. Die Jungs sind hier noch ein bisschen beschäftigt am Strand. Das war's für heute auf jeden Fall. Wir schauen mal, was als nächstes gibt. Und ja, stay tuned. Wir sehen uns bald. Peace. Assalamu alaikum. Wenn reicht doch der Benzer und dein Eis, helfen dir leider nicht weiter, wenn der Engel dich erkennt. Afik, der Wahid al-Ghair Hadi. Und Diali sieht Shuel Hamid und sieht Sanjabil Afik. Wahid. Jesus. 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 Wahid al-Ghair Hadi. Und ich, aber. Wahid al-Hamid und Sanjabil. Willst du Zitrone? Ja, Lemon. Wenn reicht doch der Benzer und dein Eis, helfen dir leider nicht weiter, wenn der Engel dich erreicht. In deinem Interview machst du einen auf King. Redest von Business, ja du machst. Damit ihr Bescheid wisst, hier gibt es so immer am eigentlich viel in den ganzen ärmeren Vierteln. Zuckerrohr, Zuckerrübe, ich weiß nicht. So, ist es Zuckerrübe oder Zuckerrohr? Ich glaube Zuckerrohr heißt es, glaube ich. Zuckerrohr, mit hier seht ihr Zitronen, Limetten meistens und hier noch Ingwer rein. Leute, ganz jeder, der mich kennt, Leute. Ihr wisst jetzt, es kommt immer mehr. Abu Zanjabil, Bruder, ihr wisst Bescheid, Bruder. Zanjabil, Ingwer ist das Wichtigste, Bruder. Hast du verstanden? Das ist meine, ne? Ja. Das ist meine. Der ist auch richtig freundlich und so, gell? Der ist richtig links. Jetzt mal ganz kurz müssen wir mal diesen wunderschönen Kameramann. Natural, Bruder. Ja? Natur. Sag mal, Bruder, wie schmeckt es? Hammer. Wie Deutschland, einfach oder? Keine künstlichen Süßstoffe oder irgendwas, einfach pur aus dem Rohr heraus. Wie Deutschland, Bruder, oder? Ja, der war. Sachtet. Das ist ja.